Und so ist langsam, und aber sichtbar, innerhalb von, naja, sagen wir 2 Jahren, 2,5 Jahren, das Stück Klassenziele, unser allererstes Stück, entstanden. Es ist ein Stück, was uns praktisch auf den Leib geschrieben ist, weil das ist unser Leben, unser gelebtes Leben. Sie werden das vielleicht im Programm stehen, und wenn Sie nächsten Freitag kommen, werden Sie es erleben. Kommen 10 drinne, die Sie wahrscheinlich genauso erlebt haben wie wir, von Weltfestspielen angefangen bis zur Nacht, zuletzt dann noch so ein bisschen der Streit Mauerbau oder Nichtmauerbau. Es gibt die unterschiedlichsten Ansichten dazu. Der eine, der die Mauer gebaut hat, der heute noch dazu steht, und der andere, der sagt, Mensch, du bist ein Betonkopf, wie kann man heute noch so darüber sprechen? Also genau das, was sich praktisch auch in unseren Köpfen abgespielt hat. Und das bringt auch dieses Stück wieder. Wir haben dieses Stück eigentlich in den letzten Jahren wenig gespielt, weil wir gedacht haben, naja gut, die Zeit ist vorbei und wir haben andere Aufgaben, wir haben inzwischen andere Stücke entwickelt. Aber als wir das jetzt wieder vorholten, dann haben wir gemerkt, es stimmt alles. Es ist so, als wenn es heute uns auf den Leib geschrieben wäre. Und wir haben auch an dem Stück nichts geändert. Alle anderen Stücke, die wir haben, wir hatten dann noch jetzt zum Beispiel unser Glanzstück, was wir hier auch schon mal gebracht haben, Rebellen. Ja? Ein Stück auch von alten, älteren Leuten, die sich dagegen wehren, dass ihr Feierabendheim erweichen soll, weil dort ein Anti-Aging-Center gebaut wird, oder ein anderes Stück. Das haben wir immer wieder, das wird immer wieder ein bisschen verändert, ein bisschen aktueller gemacht. Aber dieses Stück, Klassenziele, ist so, wie wir das praktisch zuerst schon, wie das zum ersten aufgeschrieben war und wie es gebracht wird. Ich nehme an, Sie werden sich sicherlich auch, viele Ihrer 10 werden Sie wiedererkennen und werden sagen, Ähnliches haben wir auch erlebt.